So, ihr Lieben, ist ja Christian Schemmeier, Paterhauptzinscoach, Soziologe, und wir reden mal wieder über eine E-Mail, mal wieder ein normales Video. Mein Mann hat mit einer Prostituierten geschrieben. Nicht zu fassen. Meine Ausbildung geht bald los, gibt es noch vom Frühbucherpreis. Gibt es jetzt mehr Shorts wieder von mir, dann wenn auch die Ausbildung und andere Sachen thematisiert. Gibt dies ja erstmals eine Dating-Coach-Ausbildung zur Einzelberatungsausbildung im Zusammenhang mit wie berätst du Leute in toxischen Beziehungen mit Bindungsangst, bla bla bla. Und der Paarberatungsausbildung. Genau, aber jetzt gehen wir mal rein. Und die Andrevkola schreibt: Hallo Christian, danke für deine wertvolle Arbeit, die mir auch schon sehr weitergeholfen hat. Auch habe ich inzwischen eine soweit gesunde und stabile Beziehung geschafft. Das ist immer eine Momentaufnahme. Also viele, ich kriege das relativ häufig geschrieben, aber endlich bin ich in einer stabilen Beziehung und dann kommen haarsträubende Sachen, sage ich mal. Das gehört zu dieser Umprogrammierung des Liebeschips dazu, dass man eine ganz neue Sicht kriegt, was eigentlich wirklich eine stabile Beziehung ist. Das dauert tatsächlich, dass man immer denkt, ach nee, jetzt ist es aber lustig, und dann kommt wieder, ach übrigens, ich habe mit deiner Freundin geschlafen und was weiß ich. Also es ist immer eine Momentaufnahme. Selbst wenn du jetzt jemanden datest und das geht 3-6 Monate gut, das habe ich zumindest immer so gelernt, dann sagt man, ja, bis hierhin war es gut, ne? Und was jetzt kommt, schauen wir mal, weil das können leider, solange du jemanden nicht 10 Jahre kennst oder selbst dann, können mal wieder Seiten aufkommen, wo du sagst, boah, das habe ich jetzt aber nicht, hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Und dann musst du eben das in deine Beurteilung deiner Beziehung mit einbeziehen, so, ne? Wir sind knapp ein Jahr zusammen, ich bin glücklich. Nun kommt das Aber. Ja. Während unserer Kennenlernphase hat er mit einer Prostituierten geschrieben. Also Leute, wenn man sich, wir müssen ja manchmal das Gefühl, ist auch so wichtig, über diese eigentlich simplen Sachen zu reden, über die man immer wieder vergisst. Wenn du jemanden kennenlernst, dann hat der gefälligst Hals über Kopf in dich verliebt zu sein. Also jetzt nicht, ich habe ja so einen Verliebtheitstest auf meiner Website, jetzt nicht, das geht bis 10, nicht 10, das ist dann gern toxisch, aber gerne 8 oder 9 so, ne? Weil, also das muss am wenigsten am Anfang, muss so richtig geil und nicht noch, ich schreib noch mit irgendeiner Professionellen, oder ich schreib noch mit dem Zwanglos 3, dem Swingerclub um die Ecke, heißt die wirklich einer so in Berlin, oder gab es zumindest mal früher, wir haben noch einen Sexchat habe ich nur noch laufen mit meiner Ex irgendwie. Nee, der hat sich gefälligst, also gerade wenn ihr euren Liebeschip umräumen wollt, wenn ihr sagt, hey, wir machen das wie die Bonobos, Bonobo-Affen, wir vögeln kreuz und quer, ist mir alles scheißegal, keine Verantwortung, kein Commitment, kein gar nichts, jeder macht, was er will, dann ist okay, ne? Aber wenn du irgendwie sowas haben möchtest von irgendwas Besonderes zwischen euch, uns beiden, so, ne? Dann sollte am Anfang das auf 100% stehen, wo niemand auf die Idee kommt, ne? Weil man einfach so happy ist. Wenn später nach Jahren oder was weiß ich in der Beziehung mal Probleme auftreten, ja, das lässt sich hoffentlich nicht vermeiden. Aber den Anfang wollen wir nicht so haben, so, ne? So, laut seinen Aussagen ist es nur der Reiz des Verbotenen und er wäre niemals weitergegangen. So, jetzt stell dir mal vor, du hast einen Kumpel, der steht auf Bankausraum, so, ne? Und der hat schon hier eine Pistolennachbildung gekauft, der hat schon eine Strumpfmaske gekauft, der hat schon eine Tasche gekauft, wo er das Geld reinsteckt. So, und dann siehst du das und sagst, hey, willst du eine Bank ausrauben? Und dann sagt er, nein, ich ist nur der Reiz des Verbotenen. Hab mir zwar schon alles besorgt, aber natürlich würde ich das nie machen. Ich habe zwar schon gegoogelt, wo es den nächsten Puff gibt, und ich habe schon, mir schon E-Mail-Adressen besorgt und schon geschrieben und schon den Preis verhandelt und mit oder ohne oder von hinten oder von vorne. Und was machen wir denn alles und was kostet es? Aber ich wäre natürlich nie hingegangen.
Leute, ihr dürft einfach nicht so gutgläubig sein. Ich bitte euch. Wirklich, ja. Aber gut, klar, man ist dann drin, man ist eigentlich happy. Das ist immer so das Problem, ne? Standards und Dealbreaker. Also wo deine Dealbreaker sind, das kannst nur du wissen. Klar, das ist dann häufig, was passiert. Dann denken, ja, gucken wir nochmal, vielleicht. Aber eigentlich weiß man schon alles. Ich weiß so, in meinen Rotzbeziehungen weiß ich auch noch, ja, wir melden uns von Dating-Apps ab. So. Ja, und dann kriegst du plötzlich mit, ist wieder drauf irgendwie, ne, obwohl du schon irgendwie 4 Monate zusammen bist. Und das weiß ich auch noch, so bei mir mal. Und dann auch konfrontiert. Und ja, ich hab nur noch gelesen, ja. Oder kam dann wirklich, ich habe nur gesucht, wo man sich abmeldet. Das Schlimme ist, also ich habe auch ein bisschen gebraucht, da rauszufinden, das war jetzt aber auch vor meiner, direkt danach habe ich dann dieses Programm entwickelt und bin dieser Beziehung auch dankbar und das wird es das hier nicht geben, so und aber wenn man jetzt ganz ehrlich ist, weiß man eigentlich, dass es Rotze ist, ne? Es ist einfach nur Rotze ist, ne? Ja. Vielleicht naiv, ja, das ist, die habe ich auch schon Videos zu gemacht, das ist, ich bin mein Leben lang mit zu tun gehabt, aber ich glaube jetzt nicht mehr so, das ist Naivität, wie Menschen so ticken können, ne? Manchmal wird mir das so ausgelegt, ich wäre so ein bisschen, könnt ihr mal schreiben, findet ihr, ich bin zu, manchmal da zu düster oder so, aber vielleicht liegt das auch an der Arbeit, die ich hier mache. Aber ja, es gibt viele Menschen, sind Lügen. Ich habe die Welt nicht gemacht, ne? So, also. Und ich war definitiv viel zu naiv. Viel zu naiv, wirklich. Viel, viel zu naiv. Er versprach mir daraufhin, als ich es herausfand, waren wir schon zusammen, dass sowas nicht nochmal vorkommt. Ja, es kann vielleicht, keine Ahnung, vielleicht könnte man jetzt sagen, ja, es war so ein Übergang und so. Naja, Gott. Aber eigentlich, naja, was soll man dazu sagen, ne? So, jetzt bin ich hier verrutscht. Wo waren wir? Hier. Oh, das hasse ich immer, wenn ich hier in E-Mails verrutsche. So, jetzt aber. Vor einigen Wochen, wie ich herausfand, passiert es allerdings nochmal. Er schrieb mit der Dame, dass er mit dem Zug anreise. Also erstmal ist es natürlich schon eine Red Flag, dass jemand noch ernsthaft versucht, mit der Deutschen Bahn irgendwo hinzukommen. Gut, kleiner Gag. Aber gut. Ich weiß, dass er an dem besagten Datum zu Hause war und das Gespräch ging nicht weiter. Ja, woher weißt du, dass das nicht alles geplant war und dann, weiß ich, vielleicht bist du früher nach Hause gekommen, dass es deswegen nicht geklappt hat. Also nochmal, das ist, aber gut, jetzt du gibst dir vielleicht jemandem einmal so den Benefit of the Doubt und jetzt weißt du, es ist ein Lügner. Dein Partner ist ein Lügner. Ne? Fertig. Ja, ich könnte mich da heutzutage gar nicht mehr drüber aufregen. Ja, ist klar, ist ein Lügner. Ja, okay. Und dann weißt du auch, dass du ihm nichts mehr glauben kannst, ne? Weil das ist das zweite Mal, ne? Das ist jetzt wie mit Luke Mockridge, der nicht nur einen Rotz-Gag gemacht hat, sondern auch noch aufgeflogen ist, dass er das mit einem anderen kleinwüchsigen, hoffe ich nutze jetzt die richtigen Wörter, geschrieben hat und der hat das sozusagen getestet mit der Community. Das wäre doch ein guter Witz gewesen. Und dann, ja, und der dann rausgekommen ist, was gerade jetzt nicht wieder heißt, und sagt, nee, ist nie die Rede von gewesen, habe ich nicht. Also es kommt nicht nur mit einem scheiß Gag raus, sondern es ist einfach auch noch gelogen. So, ne? Also es ist, schlimmer kann es nicht laufen. So, ne? Und hier auch. Einmal gesagt, passiert nicht wieder. Und jetzt, ich meine, das Problem ist immer, wir Menschen sind fehlerhaft. Ne? Das ist mir auch völlig bewusst. Und man macht bestimmt auch selber Fehler. Ne? Aber ich weiß nicht, also mir persönlich wären Beziehungen nicht so wichtig, dass ich mit sowas leben wollen würde. Würde ich lieber denken, gut, dann ist es eben so, Menschen lügen, dann bleibe ich lieber Single. So, ne? Hab vielleicht mal
vielleicht mal kleine Romanze oder so, aber ich hätte ja keine, das wär mir nicht wichtig geworden, würde ich sagen, ja, dann sind Menschen eben so und lassen wir es halt, fertig, ne? Kein Bock drauf, ne? Würde dann aber auch akzeptieren, wenn mir sowas passiert, dass andere das genauso handhaben, ne? Das, ja. Aber man sieht ja hier auch so ein bisschen, also, weißt du, du kannst nur Vertrauen zu einem Menschen fassen, der mehr aufdeckt, als was du gerade rausgefunden hast. Das ist so der nächste Fehler, den er macht, ne? Wenn er jetzt sagen würde, scheiße, ja, stimmt, und ehrlich gesagt, das ist, ich habe es noch zweimal gemacht und ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich ein bisschen dramasüchtig, aber wenn da so Sachen ausgepackt werden, von denen du gar nichts weißt, dann kannst du vielleicht anfangen, jemandem zu vertrauen. Aber wenn immer nur das zugegeben wird und mit irgendwie, ja, keine Ahnung, ich bin irgendwie mit meiner Hand aufs Telefon gefallen und plötzlich hatte ich eine Prostituierte dran und weiß ich auch nicht, wie das passieren konnte. Also so lame Sachen kommen, was willst du da machen, ne? So, allerdings war sein Versprechen an dieser Stelle nichts wert. Ich bin sehr verletzt und habe Angst, dass ich auf die Klappe fliege. Ja, das bist du ja eigentlich schon, ne? Was denkst du dazu? Ist es naiv, ihm das zu verzeihen? Niemand garantiert mir doch, dass er nicht weitergegangen wäre. Also, das ist eigentlich ganz einfach. Du kannst verzeihen, weil es ein Mensch ist, ne? Und Menschen machen Fehler. Und das heißt aber, verzeihen heißt aber nicht akzeptieren oder so. Und verzeihen heißt nicht dableiben. Also für mich wäre es klar, so schön es auch war, hat man vorher halt nicht gesehen, du hast auch keine Glaskugel. Ich würde sagen, hey, alles klar, du bist ein Lügner. Und ja, das war's. Und dann auch nicht sauer sein, weil ja, Menschen machen Fehler. Ja, ich verzeih dir das, aber aus der Ferne. Kein Bock mehr auf dich. Möchte jemand haben, auf den ich mich verlassen kann und der nicht irgendwie, während ich, keine Ahnung, meinen Pass verlängern lasse, bei irgendeiner Prostituierten rumhängt, habe ich keinen Bock zu. Kann dir nicht vertrauen, das war's. So würde ich das handeln. Könnt ihr jetzt sagen, ob ihr das eiskalt findet oder so, aber ich glaube, das sind einfach faktenorientiert, ne? Das sind, also für mich ist das ein Fakt, dass du jetzt, dass mit jemandem zusammen bist, dem du nicht vertrauen kannst. Warum sollte er nicht beim dritten, vierten? Und da wird es halt an, auch wirklich naiv zu werden, wenn man dann sagt, da haben wir ja X-Mails hier gehabt, ich gebe noch eine Chance, noch eine Chance, noch eine Chance. Ja, irgendwann liegen die bei dir im Ehebett und weißt du, also das, deswegen, also das ist immer, was ich sage, wenn ihr toxische Beziehungen nicht haben wollt, Modul 1, Standards und Dealbreaker, ist auch noch viel mehr drin. Das ist, wenn ihr wirklich Modul 1 verstanden habt, würde ich sagen, kann nicht mehr, also kann deutlich weniger passieren als vorher. Weil dann sagt man sich einfach, alles klar, Dealbreaker, muss ich nicht drüber nachdenken, das war's. Also wenn man wirklich klare Dealbreaker hat, klare Grenzen, also dann fallen 70 bis 80, vielleicht sogar noch mehr der toxischen Beziehungen, fallen einfach weg. Weil irgendwann kommt man drauf. Und ja, und für... Trotzdem würde ich mich jetzt nicht grämen, würde ich sagen, ja, alles klar. Ist sowieso jetzt schon schlimm genug, dass man diesen Mindfuck dann hat, was dann wohl noch alles passiert ist. Selbst wenn er jetzt übrigens nicht zu diesen Prostituierten hingegangen wäre, ist er jemand, der sextet mit anderen Frauen. Für mich völlig ausreichender Grund zu sagen, ja, alles klar. Kein Bock. In diesem Sinne, macht die Folge in Kurse. Ich fühle da, wie gesagt, immer auch gerade für die vielleicht neue sind, Modul 1 auf liebeschiff.de. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gern. Und vielleicht sehen wir uns auf den Lesungen oder Veranstaltungen in Leipzig oder Berlin. Ciao. Und so, es gibt Ende des Jahres übrigens. Also wir planen eine liebeschiff-Party in Hamburg, aber wir haben noch keine Location. Also, aber könnt ihr euch schon mal mental drauf einstellen. Ciao.